Servus liebe Freunde, heute sind wir wieder am Start. Heute reden wir über den Australian Cattle Dog. Der Australian Cattle Dog hatte früher viele Namen, wie zum Beispiel Red Heeler, Blue Heeler, Queensland Heeler, Speck Heeler. Das waren die ersten Namen des Australian Cattle Dogs. Der Cattle Dog ist von den früheren Siedlern in Australien für die Treibarbeit an Kühen gezüchtet worden. Die ersten importierten Hunde sahen vermutlich den Ahnen des Old Englischen Sheepdog ähnlich. Diese Tiere fühlten sich jedoch nicht wohl in dem heißen Klima und ihr langes Fell war voll ungeeignet für die australische Vegetation. Anfang 1830 importierte der Großgrundbesitzer und Rinderzüchter Thomas Hall Blue getüftelte Drover Dogs aus Nordengland. Die Drover Dogs kreuzte er mit den einheimischen Dingo. Circa 10 Jahre später war dies eine etablierte Rasse, bekannt unter dem Namen Hells Heller. Diese harten, genügsamen Arbeitshunde konnten halbwilde Rinderherden unter unangenehmsten Klimabedingungen hunderte von Kilometern durch schwieriges Gelände treiben. Sie waren auch treu, unbestechliche Wächter und so wertvoll, dass die Familie Hell bis zum Tode von Thomas Hell im Jahr 1870 keine Hunde verkaufte. 1903 verfasste der Journalist und Hundezüchter Robert Kaleski den ersten American Cattle Dog Standard, worin er das Erscheinungsbild des Australian Cattle Dogs als das eines kleinen, untersetzten blauen Dingos beschreibt. Der Standard wurde zweimal abgeändert und so ist der Australian Cattle Dog im aktuellen FCI Standard beschrieben. Das allgemeine Erscheinungsbild stellt einen kräftigen, kompakten und symmetrisch gebauten Gebrauchshund, der die Fähigkeiten und den Willen hat, die ihm zugewiesene Aufgaben zu erfüllen, wie beschwerlich sie auch sein mögen. Die Vereinigung von Substanz, Kraft, Ausgewogenheit und Leistungsfähigkeit starker Muskulatur muss den Eindruck von großer Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer erwecken. Jede Anzeichen von Schwerfälligkeit oder Schwächlichkeit ist ein schwerer Fehler. Der Australian Cattle Dog ist ein kompakter, robuster, sehr wendiger Hund. Ihn gibt es in verschiedenen Farben, wie zum Beispiel rot gesprenkelt, sowie blau, blau gesprenkelt, blau getüpfelt, immer mit chlorfarbenen Anzeichen, mit oder ohne Abzeichen am Kopf und Rutenansatz. Der Australian Cattle Dog ist ein harter, unermüdlicher und sehr intelligenter Arbeitshund. Fremden gegenüber ist er manchmal sehr reserviert. Die ursprüngliche Zucht auf Leistung war hart. Die Siedler züchteten nur mit den besten Treibhunden und den unterschiedlichen Wächter. Diese Merkmale finden wir noch heute in den Australian Cattle Dog. Es ist schwierig, den Cattle Dog zu beschreiben. Er gibt ein breites Spektrum von Lebenswürdigkeit, pflegeleichten Schmusehund bis zum anspruchsvollen dominanten Streber. Der Australian Cattle Dog wird auch heute noch an den Herden oder als Hilfe in den Rindzucht bzw. Milchwirtschaft ausgebildet und eingesetzt. Die dazu notwendigen Instinkte sind in Australian Cattle Dog immer noch vorhanden. Als Familienhund ist er sehr anspruchsvoll und sollte neben den täglichen Spaziergängen noch anders beschäftigt werden, wie zum Beispiel durch Hundesport. Auch als Rettungshunde werden mittlerweile einige Cattle Dogs mit Erfolg eingesetzt. Der Australian Cattle Dog ist ein Multitalent und gut zu erziehen, weil er seinem Meister gefallen will. Allerdings hat der Australian Cattle Dog auch seine Eigenarten. Er will so motiviert werden, dass er das Gefühl hat, es sei seine Idee. Der Australian Cattle Dog ist in der Lage, selbstständig zu denken. Hat er eine Aufgabe,
gut gemacht, erwartet er sofort eine Bestätigung. Bei mehrfacher langweiliger Wiederholung hängt er ganz einfach ab. Ruden können sehr rangbewusst sein. Unsichere und inkonsequente Menschen sollten keine Cattle Dogs halten. Im Umgang mit den anderen Hunden kann der Cattle Dog anstrengend sein. Vor allem Ruden gehen gerne mal auf eine Kampfaufforderung ein. Gut sozialisierte Welpen sind generell freundlich und umgänglich. Australian Cattle Dogs sind beliebte Reitbegleithunde, da sie einen wenig ausgeprägten Jagdsinn haben. Und jetzt eine kleine Kurzfassung. Der Australian Cattle Dog kommt ursprünglich aus Australien, wird zwischen 40 und 50 cm groß, Gewicht liegt zwischen 16 und 20 Kilo, er wird bis 12 Jahre alt, ihn gibt es in verschiedenen Farben wie Rot, Blau, Lohrfarben. Er wird als Hüter und Begleithund benutzt. Er braucht mittlere Pflege, er braucht sehr viel Auslauf und er ist ein sehr guter Wachhund. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach in die Kommentare und ich werde sie in dem nächsten Video beantworten. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Servus!